dass Frauen jetzt nicht mehr eben als Frauen bezeichnet werden sollen, sondern als menstruierende Menschen. Ich bin gleich aus der Diskussion ausgestiegen, denn ich bin ja bereits in den Wechseljahren. Deshalb weiß ich nicht, bin ich jetzt ein postmenstruierender oder schon ein präverwesender Mensch? Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich fühle mich als Frau und das schon sehr gut, Sumselbrumsel, zweigemerkt, 35 Jahren. Und ist das jetzt nicht eigentlich diskriminierend, wenn mein Frausein einzig und allein durch die Funktion meiner Eierstocke bestimmt wird? Und wenn wir Frauen ernsthaft als menstruierende Menschen bezeichnet werden, was sind dann Männer? Wichsende Kreaturen, kurz Wichser, Onanaten, ich weiß es nicht.